Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Fortnite im Spielmodus Rettet die Welt und es gibt legendäre Trollschatzlamas, derer vier Stück. Und ich habe auch vor, alle vier aufzubauen. Oh Gott. Aufzumachen natürlich. Also vier legendäre Trollschatzlamas und ab geht die Post. Also ich mache sie alle vier auf und wir schauen natürlich in alle vier rein und da haben wir dann wenigstens ein bisschen, sag ich mal, vielleicht auch eine Überraschung dabei. So, wir haben Southie und wir haben Wegebner AC. Bei Southie bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon freigeschaltet habe in der Sammlung. Ehrlich gesagt, bei Wegebner AC, wo ich gerade drüber nachdenke, auch nicht. Da fehlen mir, glaube ich, echt noch ein paar. Ich will gar nicht wissen, was es ist, sondern ich möchte es natürlich im Opening sehen. Das ist irgendwie spannender. Obwohl leider auch hier die Karten nicht mehr durchgeblättert werden, sondern zack, da sieht man sie. Die Wintertech-Fackler, ja, die nehme ich auf jeden Fall. Und wir haben noch einen legendären Überlebenden dabei, auch schön. Mir fehlt immer noch, ich glaube, ein einziger bestimmter oder ich muss einen ganzen Satz austauschen. In einem Team bin ich noch nicht vollständig zufrieden. Wir gucken nicht die Entwicklung an und das Röntgen-Gedöns. Wir wollen es im Spiel wenigstens ein bisschen live sehen. So, hoho, die Tsunami. Sehr schönes Gewehr. Ich habe sie zweimal, das heißt, in beide Richtungen kann ich sie schon entwickeln. Deswegen nehme ich jetzt das Neon-Scharfschützengewehr. Außerdem hatten wir noch das Sturmgewehr. Hey. Das habe ich definitiv schon einmal, aber habe ich es zweimal? Cool. Und das letzte müsste das sein. Dann sind sie ausverkauft. Dann haben wir schon wieder mal vier legendäre Trollschatzlamas geöffnet. Ich nehme jetzt keine Gruppenanleitung an. Sorry, ich habe vergessen, mich auf Privat zu stellen. Ja, den Stacheldraht, den nehmen wir halt. Und ohohoho. Das ist nett. Außerdem haben wir die Quecksilber-LMG, auch sehr nett. Ich glaube, die habe ich nur einmal. Da könnte ich sehr froh sein, wenn ich die nochmal bekomme. Und ich glaube, den Hüllensprenger, ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt schon habe. Naja, also, das waren sie, die vier. Wie ihr seht, leider ausverkauft. Vier legendäre Trollschatzlamas, also kurzes Video, ging schnell vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao! Abo nicht vergessen und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es gerne liken. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Bis dahin, tschüss.